Das Video heißt Must Twitter, eine Chronologie des Versagens. Ich bin maximal gespannt, was da für Dinge ans Tageslicht geraten. Was da für Dinge. Hallo? Ans Tageslicht geraten. Was da für Dinge. Hallo? Ans Tageslicht geraten. Was da für Dinge. Oh, Odin. Wieso hat mir noch nie einer erzählt, dass ich so scheiße klinge? Nicht viel Zeit, jetzt langsam und möglichst eloquent ins Thema einzusteigen, denn es gibt sehr viel zu bereden. Und eigentlich sind die Dinge noch sehr stark in Bewegung, aber um ehrlich zu sein, es sieht nicht so aus, als würden sie irgendwann demnächst abkühlen. Der Vorteil aber, während andere Deals diesen Ausmaßes normalerweise hinter verschlossener Tür ausgehandelt werden, hätte Musks Übernahme von Twitter kaum öffentlicher sein können. Ja. Also hier eine chronologische Aufarbeitung, wie Twitter in den letzten Monaten von einem recht simplen Dopaminhämmer zu einer in dieser Branche beispiellosen Katastrophe wurde. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ist der Twitter-Kurs schon runter oder sowas? Oder ist der Twitter-Kurs? Gibt's gar nicht mehr, ne? Die sind aktuell gar nicht an der... Oder sind die an der Börse? Doch, die sind an der Börse. Steigt. Steigt brutal sogar. Seit der Übernahme. Weil die User steigen, PR. Wir beginnen im Frühjahr 2022. Am 14. März akquiriert der reichste Mann der Welt und selbsternannter Meme-Lord Elon Musk. Dollarzeichen TWTR gibt es nicht mehr. Was auch immer das ist, Alter, wirklich. Was auch immer das ist. Leise und heimlich 9,2% aller Anteile an Twitter. Am 25. März postet er eine Umfrage auf eben jener Plattform, fragt, ob Leute glauben, dass Twitter das US-Konzept der Redefreiheit strikt einhält. Über 70% stimmen mit Nein ab. Am 4. April wird durch ein Dokument der US-Finanzaufsichtsbehörde öffentlich, dass Musk der aktuell größte Anteilseigner von Twitter ist. Seine Reaktion darauf: Oh hi, lol. Innerhalb eines Tages. Der Aktienindex von Twitter. Sehr fragwürdig, wie fühlt sich das an, wenn man über sowas Bescheid weiß und eine private Rentenversicherung so hat und dann trotzdem jemand, der von all dem keine Ahnung hat, sehr viel mehr Geld besitzt? Schmeckt ordentlich, oder? Aber Kapitalismus ist ja fair. Ne? Ist ja ein faires System. Klar. Nachdem das öffentlich wurde, wird Musk von Twitter ein Platz im sogenannten... Ich glaub nicht, dass du viel mehr hast, aber naja. ...Board of Directors angeboten. Musk stimmt zu. CEO Parag Agrawal postet, er sei begeistert über Musks Ernennung. Doch sechs... Bruder, ich habe dein Kinderzimmer gesehen. Ich glaube, ich habe eine ganze Stange mehr. Tage später, am 11. April, kommt es doch anders. Musk entscheidet sich dagegen, dem Board beizutreten. Und weil so gut wie jede Entwicklung in dieser Thematik mit Tweets begleitet wird, beginnen auch erste Gerüchte über eine vermeintlich von Musk angestrebte Übernahme Twitters zu kursieren. Agrawal sagt währenddessen, er sei trotzdem weiterhin offen für Musks Input. Drei Tage später, am 14. April und dem bestimmt nicht zufällig 110. Geburtstag der Kollision von Eisberg und Titanic, veröffentlicht Musk ein Übernahme. Das ist meine Wohnung. Ja, seltsam. Ich stecke mein Geld nicht in große Wohnungen und Balenciaga-Hoodies, sondern in Vorsorge und EFTs und ETFs. Ach du mal, Bruder. Angebot für Twitter in Höhe von 44. Wie viel muss man eigentlich kiffen, um so eine Scheiße zu schreiben? Also wie viel muss man sich am Tag aus dem Eimer ins Stammhirn jagen, um das zu kaufen? Die Antwort ist ja. Gut. 40 Milliarden Dollar. Im selben Atemzug schreibt er aber auch, er sei sich nicht sicher, ob es Erfolg haben wird. Am darauf folgenden Tag startet Twitter eine sogenannte Poison Pill Defense, also einen Versuch, Unternehmensanteile pro Person prozentual zu begrenzen, um eine Übernahme zu verhindern. Am 21. April stellt Musk ein Finanzierungspaket der Übernahme. Er fragt mich bestimmt noch Radprofi und Bitcoin-Millionär. Vor allem ich liebe solche Menschen, die man einfach mit Geld irgendwie provozieren kann. Das sind so die simpel gestricktesten Menschen. Du sagst einfach so, ich habe mehr Geld. Und die so, nein, das glaube ich nicht. Das muss ich jetzt, nein. Also ich glaube das nicht. Warte mal ganz kurz. Mit meinem Aktienportfolio zusammen kumuliert, wenn ich da
alles zusammenrechne und mit einem Wirtschaftswachstum von 7,83% im Jahr, was wir inflationär bereinigt, ich hab mehr Geld! Ich hab mehr! Mir das scheißegal, wie viel Geld ihr habt, Alter. Übernahme in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar vor. Ich hab garantiert weniger. Ich fühle dich, Bruder. Laut Berechnung der Financial Times müsste Musk 33,5 Milliarden davon aus eigener Tasche bezahlen, wenn er keine zusätzliche Unterstützung bekäme. Folgenden Montag nimmt Twitter das Übernahmeangebot überraschend an. Ich habe mehr Gold in WoW. Wie läuft's eigentlich? Ist es stabiler Launch gewesen? Ich habe mitbekommen, dass Kevin Kuf ist seit irgendwie 3 Tagen live, pisst nur noch in Flaschen. Wie war's? War nervig anfangs. Ja. Jack Dorsey. Kann Goldmoment da noch einen einzigen Investment-Hinweis und wir machen eine öffentliche Abstimmung, ob du perma gebannt wirst oder nicht, sehr fragwürdig. Und glaub mir, das geht sehr böse aus für dich. Mitbegründer und ehemaliger CEO von Twitter preist Musk öffentlich an und beschreibt: Dann wirst du mal Demokratie über dich einbrechen sehen. Ihn für die Probleme der Seite als einzige Lösung. Nur 3 Tage später wird Twitters Quartalsbericht veröffentlicht. Der erste seit Musks Übernahmeangebot genau 2 Wochen zuvor. Hier räumt Twitter ein, die eigenen Userzahlen 3 Jahre lang zu hoch angegeben zu haben. Na und? Da Musk seinen Eigenanteil an diesem Deal nicht mal eben zu Hause rumliegen hat, verkauft er am Tag drauf Anteile seines Unternehmens Tesla in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar. Am 5. Mai wird öffentlich, dass Oracle-Gründer Larry Ellison, die Kryptohandelsplattform Binance, Kapitalgesellschaft Sequoia und einige weitere an der Finanzierung der Übernahme beteiligt werden. Der Geschäftsführer von Binance bezeichnet seine Unterstützung als Blankoscheck. Diese Moment. Der reichste Mann auf diesem Planeten bekommt Unterstützung von anderen finanzieller Art? So muss ich das also anfühlen, wenn irgend so ein 14-Jähriger 5 Euro an Monte schickt, ne? Kostiger, danke für die 5, Brudi. Kursrichtung scheint aber bei weitem nicht allen bei Twitter zu gefallen. Eine Woche später kündigt Twitter einen Einstellungsstopp sowie diverse Abgänge von Führungskräften, unter anderem den des Leiters der Verbraucherabteilung, an. Können wir die Abstimmung auch so machen, aber ohne dass es durchgesetzt wird? Jetzt nervst du mich so hart, jetzt machen wir so und ziehen so durch. Also, Umfrage. Poll. Frage. Sehr fragwürdig. Wegdemokratisieren. Antwort ja, nein. Sehr fragwürdig ist ja so ein Krypto, ist ja so ein Krypto-Bro, ne? Also sagen wir mal, für 250 Calcoins kann man nochmal abstimmen. Ne? Das ist ja das Schöne an so einem System, ne? Wenn man investiert und so. Odin. Odin. Ja. Odin. Moin. Am Tag drauf bezeichnet Musk den Twitter-Deal als auf Eis gelegt, weil er mehr Metriken von Agrawal zu Spam-Accounts und Bots auf der Plattform haben will. 3 Tage später versucht Agrawal in einer Reihe an Tweets zu erklären, wie das Unternehmen auf einen 5%-Wert an Spam-Accounts auf der Plattform kommt. Elon Musk antwortet professionell mit einem Kack-Emoji. Dann, einen ganzen Monat später, wendet sich Musk in einer Betriebsversammlung an die Belegschaft von Twitter und sagt, das Unternehmen müsse gesund werden. Etwas über 3 Wochen später kündigt Musk offiziell seine Absicht an, aus dem Twitter-Deal auszusteigen. Der Vorstandsvorsitzende von Twitter, Brad Taylor, betont dabei, dass das Unternehmen plant, an der Vereinbarung mit Musk festzuhalten und den geschlossenen Deal zur Not vor Gericht durchzusetzen. Folgenden Dienstag reicht Twitter, wie angekündigt, Klage gegen Musk beim Delaware Court of Chancery ein. Die Richterin von eben diesem Gericht lehnt Musks Antrag auf Aufschub des Prozesses 1 Woche später ab und gewährt Twitter ein zügiges Verfahren. Ihre Entscheidung begründet sie damit, dass sich Twitter aktuell unter einer Wolke der Unsicherheit befinde. Selbe Woche Freitag ist bereits der nächste Quartalsbericht Twitters fällig. Dieser macht Musk und den Einbruch bei Werbeanzeigen für die unter den Erwartungen der Wall Street liegenden Einnahmen verantwortlich. Das Lustige daran ist,
Musk kann nur aus dem Deal raus, wenn er eine Strafe von 1 Milliarde zahlt. Das hat er unterschrieben. Ja, aber ich glaube, 1 Milliarde interessiert Elon Musk jetzt nicht so brennend, oder? Odin. Ich hab abonniert. Am 27. Juli einigen sich Musk und Twitter auf einen Verhandlungstermin am 17. Oktober. 2 Tage später verklagt Musk wiederum Twitter wegen des Deals, wobei die Einzelheiten dieser Klage so ziemlich das einzige in diesem Durcheinander sind, das unter Verschluss gehalten wird. Was wir jedoch wissen, ist, dass Twitter Musks Gegenklage 6 Tage später als unglaubwürdig bezeichnet. Am 9. August hat sich Tesla, an dessen Aktie diese Eskapade auch nicht spurlos vorbeigeht, langsam wieder einigermaßen erholt. So 1 Milliarde liegt halt, glaube ich, so einfach in Bargeld in der Ferienwohnung rum bei dem. Da muss er nur ein bisschen zusammensuchen. Musk verkauft weitere seiner Tesla-Anteile im Wert von 7,5 Milliarden $. Den Verkauf bezeichnet er als notwendig, um für den, Zitat, unwahrscheinlichen Fall abgesichert zu sein, dass er zusätzliche Mittel für den Twitter-Deal benötigt. Knapp 2 Wochen später fordert Musk Jack Dorsey auf, alle Dokumente über die Auswirkungen von Fake- und Spam-Bots auf das Geschäft Twitters vorzulegen. Am Tag drauf betritt Peter Szatko die Bühne. Ein ehemaliger Twitter-Sicherheitschef, der jetzt behauptet, dass Twitter die Tatsachen bezüglich Bots und Sicherheit auf der Plattform verfälschen würde. Wieder, kaum 24 Stunden später, lädt der US-Justizausschuss Szatko ein, um am 13. September über mögliche Sicherheitsmängel bei Twitter zu sprechen. Einen weiteren Tag... Hackstock hat 152.000 Punkte ausgegeben, um sehr fragwürdig wegzuballern. So, das ist übrigens ein Zeichen, ja, wer hier mit Geld flext und so einem Scheiß oder mit Aktienportfolios oder seine Fresse nicht halten kann, dem ergeht so wie auf jedem anderen Kanal, wo du permagebannt wirst, ja. Du bist überall permagebannt, weil ich bin einer wahrscheinlich von 2 Menschen auf diesem Planeten, die gelegentlich deinen Humor dosiert sehr lustig finden. Also raff dich jetzt in Zukunft, ja. Das ist echte Power, Gnade zu zeigen. Das ist Macht, die kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Scheiße, jetzt wurde... Ich wollte gerade eine Anfrage machen. Ah gut, okay, ist in Ordnung. Später wird in Delaware entschieden, dass Twitter zwar mehr Daten an Musk herausgeben muss, damit er die Authentizität von Konten analysieren kann, gibt aber nicht die Forderung von Musk nach einem riesigen... Wir machen es ganz einfach. Wir brauchen sowieso mehr Female Empowerment hier im Mod-Team. Ich glaube, wir haben... Mibi und Nadine sind die einzigen beiden Mods, die ich habe, weiblicher Natur, oder? Habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Oh Gott, bitte sag mir, dass ich keinen vergessen habe. Ich gucke jetzt extra nochmal. Nee, ich glaube, mein Mod-Team ist schon eine ziemliche Pimmelparade. Weißt du was, wir modden jetzt einfach Nina und dann legen wir das Schicksal von sehr fragwürdig einfach in die Hände einer fähigen Moderatorin. Ja. Mal gucken, ne? Gerne auch immer für eine halbe Stunde timeouten, wenn er dummes Zeug erzählt, ne? Bestand an historischen Daten frei. Am 30. August fügt Musk die Anschuldigung von Szatko seiner Gegenklage hinzu. Rechtsexperten sind dennoch der Meinung, dass Szatkos Vorwürfe nicht ausreichen werden, um das Gericht in Musks Gunst zu kippen. Am 6. September geht aus vor Gericht vorgelegten Texten hervor, dass Musk die Verzögerung des Twitter-Deals unter... Und da Nina jetzt von VIP zu Mod aufgestiegen ist, haben wir noch einen VIP-Platz frei. Und dann holen wir Shy91 live als VIP hoch, weil er linksradikal ist. ...anderem dadurch begründet habe, dass ein möglicher dritter Weltkrieg dazwischen kommen könnte. Am nächsten Tag wird Musk stattgegeben, seine Gegenklage mit den jüngsten Vorwürfen durch Szatko zu überarbeiten. Gleichzeitig wird ihm aber ein weiterer Aufschubversuch erneut ausgeschlagen. Die Richterin sagt, sie sei überzeugt, dass selbst eine 4-wöchige Verzögerung weitere Geschäftsschädigung für Twitter riskieren würde. Am 13. September findet schließlich die Senatsanhörung von Peter Szatko statt. Er behauptet hier unter anderem, dass das Unternehmen Systeme nutze, die mehr als ein Jahrzehnt hinter den Industriestandards zurückliegen würden. Am 27. September behauptet Twitter während einer Anhörung im Prozess, dass die von Musk engagierten Forscher nicht dazu in der Lage waren, dessen Behauptung über eine tatsächlich viel höhere Anzahl an Spam- und Fake-Accounts zu beweisen. 2 Tage später werden hunderte private Textnachrichten, die Musk geschrieben oder bekommen hat, im Gericht begutachtet. Unter anderem Podcaster und Hobby-Experte Joe Rogan schreibt ihm im April, ob er Twitter von der Joe Rogan ist auch brutal abgestürzt, oder? Den Podcast habe ich immer so gerne gehört, vor 2-3 Jahren noch. Ne? Oder zu welcher Phase war das? Wo Conor McGregor gegen Floyd Mayweather geboxt hat. Zu der Zeit war das. Da habe ich den Podcast sehr gerne gehört. Das muss dann schon 4 Jahre oder so her sein, ne? Und jetzt mittlerweile kannst du den echt nicht mehr geben.
Prä-Corona, oder? Ja. So, ey, Corona war so der Wendepunkt für ganz, ganz viele Sachen, die ich mal gerne konsumiert habe, ne? Corona war so der Punkt, wo du realisiert hast, okay, wir sind wirklich weitestgehend alle dumm. Zensurfreudigen Meute befreien werde. Musks Antwort darauf, ich werde Ratschläge geben, die sie befolgen können oder auch nicht. Auch zeigen die Nachrichten den langsamen Zusammenbruch der Beziehung zwischen Musk und Twitter-CEO Agrawal. Der war davor schon kritisch. Naja, vielleicht war mein Medienkonsum einfach nicht kritisch genug, ja. Also ich kenne das ja. Ey, ich habe ganz, ganz viele Sachen geschaut, ne? Und dann sind halt so dumme Aussagen, sind halt einfach so nicht im Filter hängen geblieben, sondern sind so einfach so an mir vorbeigeflogen. Da hat man sich gar nicht so wirklich drauf konzentriert, ne? Oder man hat es dann einfach so stehen lassen, ohne groß was zu sagen. Aber ey, jetzt mittlerweile, holy shit, ey. Ich hab starke Probleme, ne? Ich krieg jetzt auf Twitter immer mehr von Sinans Woche mit, ne? Was der so schreibt und was der so von sich gibt, ey. Und meine Fresse, was ist denn mit dem passiert, ey? Was für ein fragiles Männlichkeitsstück, oder? Schwieriger Genosse, wirklich. Musk bezeichnet seine Auseinandersetzung mit dem Geschäftsführer zu einem Zeitpunkt kurz vor dessen erstmaligen Übernahmeangebot als Zeit. Damals hast du auch noch Wurstkalender bestellt. Alter, wieso verwechseln mich eigentlich alle mit Stay? Ich glaube, das kann man jetzt nicht so brutal verwechseln, oder? Zeitverschwendung. Doch nicht einmal eine Woche verstreicht, da scheint Musk es plötzlich ganz anders zu sehen und macht eine ziemliche Kehrtwende. Auf einmal ist er doch bereit, Twitter für den ursprünglichen 44 Milliarden Dollar Deal zu kaufen, vorausgesetzt der Rechtsstreit wird eingestellt. Er sagt unter anderem, dass der Besitz von Twitter die Grundlage für seine Vision einer ominösen Alles-App bilden wird. Am Tag drauf sind beide Seiten Feuer und Flamme, endlich einen Weg zu finden, den Deal schließlich doch abzuschließen. Und Twitter stimmt zu, die eigentlich für morgen angesetzte Befragung Musks vor Gericht zu verschieben. Stattdessen wird an diesem Tag die Klage von der Richterin auf Eis gelegt und sie gibt Musk und Twitter bis Ende Oktober Zeit, den Deal abzuschließen. Knapp über eine Woche später wird ein Gerichtsdossier von Twitter veröffentlicht, aus dem unter anderem hervorgeht, dass gegen Musk im Zusammenhang mit der Twitter-Übernahme eine bundesweite Untersuchung läuft. Nur, worum es bei den Ermittlungen genau geht, wird daraus nicht deutlich. Am 20. Oktober berichtet die Washington Post, dass... Der Bierkalender war aber auch ziemlich wild. Ey, ohne Scheiß, der Bierkalender war nicht so spektakulär, wie ihr das vielleicht denkt, ne? Da war halt ein Bier drin und ich hab das aufgemacht, dann habe ich dran gerochen, musste fast kotzen, habe dann für die Soundaufnahme an der Cola geschlürft und habe dann das Bier weggeschüttet. Also das war wirklich nicht so spektakulär, wie ihr euch das vorstellt. Die Aufnahme war ja auch um 7.30 Uhr morgens oder so. Also, ey. Oh, den. I don't know, aber... Mission Europa 2022 gehört von Robert Mark Lehman Trailer ist jetzt auf YouTube gekommen. Keine Ahnung, was da in mich geraten ist, als ich auf den Gedanken gekommen bin, dass ein Bierkalender eine ganz gute Idee ist und ganz witzig sein könnte. Wenn ich denn doch wusste, dass wir das so früh morgens aufnehmen. Das ist komplett bescheuert. Was Musk potenziellen Investoren mitgeteilt hat, dass er fast 75% der insgesamt 7.500 Twitter-Mitarbeiter entlassen will, sobald er das Unternehmen übernommen hat. Am 26. Oktober wird schließlich das mittlerweile berühmt gewordene Let That Sink In Video veröffentlicht. Musk trägt ein Waschbecken in die Eingangshalle der Twitter-Zentrale, ändert seine Twitter-Bio zu Chief Twit und demonstriert damit, dass die Übernahme besiegelt ist. Am darauf folgenden Tag feuert Musk direkt einige hohe Mitarbeiter in der Geschäftsführung, unter anderem CEO Agrawal und Chief Financial Officer Ned Siegel, die Leiterin der Abteilung für Recht und Policy und den Justiziar der Firma. Außerdem versucht Musk öffentlich Werbetreibende zu versichern, dass, obwohl es ihm laut eigenen Aussagen von Anfang an um die größtmögliche Redefreiheit ging, aus Twitter kein Free-for-all-Hellscape wird, sie also bitteschön weiter Werbeanzeigen buchen sollen. Am 31. Halloween, passenderweise, diskutiert Musk öffentlich mit Autor Stephen King über die Höhe der neuen monatlichen Gebühr von Twitter Blue, mit dem man, so Musks Idee, einen Verifikationshaken bekommt. Er lässt sich von ursprünglich $20 auf $8 herunterhandeln und tweetet, Comedy is now legal. Moment. Stephen King hat auf Twitter mit Elon Musk den Preis runtergedrückt? Von $20 auf $8?
That's the decision making? Und Menschen sagen, er ist der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten? Und ein Genie? Bruder hat auf Twitter gesagt, was wäre mit $8? Wenn du jemanden fragst bei der Preisfindung, warum kostet das $8, dann musst du antworten, weil Stephen King auf Twitter geschrieben hat, dass ihm 20 zu viel sind und Elon Musk dann gesagt hat, weil wie wäre es denn mit $8? Warum habe ich eigentlich Wirtschaft studiert? Lässt sich von ursprünglich $20 auf $8 herunterhandeln und tweetet, Comedy is now legal on Twitter. Ein Tweet, der später noch sehr wichtig werden wird. Am nächsten Tag versucht Musk seine Mega-Idee noch einmal mit einem Tweet doppelt zu unterstreichen und bezeichnet Twitters bisheriges System, das darüber entscheidet, wer einen Haken bekommt und wer nicht, als Schwachsinn. Ich bin mir nach wie vor recht sicher, dass der Typ Scheiße zu Gold macht, auch wenn der immer weiter rechts abdriftet, Alter. Hört bitte auf mit diesem ganzen Genie-Gelaber von Elon Musk, ey. Der hat mit PayPal ein bisschen Kohle verdient und dann hat er die Kacke einfach in andere Scheiße investiert. Der hat Tesla ja gekauft und nicht aufgebaut. Der hat einfach nur in alles Geld reingepumpt und das hat Gewinn gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man sagt nicht umsonst, die erste Million ist die schwerste. Wenn du die erstmal hast, dann kannst du, wenn du ein bisschen viel an dich selber denkst, eine ganze Menge mehr draus machen. Und SpaceX, willst du mich verarschen oder was? Der reichste Mann auf diesem Planeten sagt, ich will zum Mars fliegen. Ja, was glaubst du, was passiert, wenn der reichste Mann auf diesem Planeten sagt, ich will zum Mars fliegen? Der wird wahrscheinlich Menschen finden, die sich bezahlen lassen, um ihn zum Mars zu schießen, oder? Das ist jetzt nur wirklich keine Leistung. Es ist ungefähr so, als wenn er jetzt sagen würde, ja, ich kaufe mir jetzt 4 Fußballvereine und dann sagt ihr, Mensch, also Elon Musk hat auch die Champions League gewonnen, der ist ja auch ein sportliches Genie. Nein, der hat einfach Geld, Alter. So läuft das auf diesem Planeten. Hast du Geld, bist du was, hast du kein Geld, bist du nichts. Herzlich willkommen. Das ist unsere Timeline, in der leben wir. Jeder soll einen bekommen. Naja, jeder, der sich einen für $8 im Monat leisten kann, das ist dann irgendwie Demokratisierung oder so. Bereits am nächsten Tag wird deutlich, dass einige Mitarbeiter, auch aus Angst vor einer Kündigung, das Büro nicht mehr verlassen, um Musks halbgare Ideen so schnell wie möglich. When your team is pushing around the clock to make deadlines, sometimes you sleep where you work. Hashtag. In einem voll beleuchteten Büro schläft die, oder was? Heil Kapitalismus. Möglich realisieren zu können. Während sich die Angestellten die Finger wund tippen und ihre Familie nicht mehr sehen, tweetet Musk, dass Twitter aufgrund seiner Milliarden an Interaktionen pro Tag ja irgendwie so etwas wie eine kollektive kybernetische Superintelligenz sei. Ja, wenn man nicht allzu lange darüber nachdenkt, kann man das so sehen. Auch reagiert er auf die Kritik, Verifikationshaken einfach an jeden mit $8 herauszugeben und schreibt, Fußball-WM 2034 wird übrigens in Elon Musks Wohnzimmer ausgetragen. Das Absurde ist ja, dass die für ihre Stimme jeweils 1 Million bekommen haben, ne? Ich glaube, so war das, ne? 1 Million für die Stimme. Oder? War das 1 Million oder waren das 100 Millionen? 1 Million, ne? Guck mal. Die WM in Katar hat folglich irgendwie so 2 Millionen gekostet. Bruder, wenn Elon Musk möchte, dass eine WM in dem Land landet, wo er Bock drauf hat, dann landet die WM in dem Land, wo er Bock drauf hat. Und wenn der sagt, ich möchte das bei mir im Wohnzimmer, ich möchte das bei mir im Hinterhof machen, im Garten, dann passiert das auch. So, Elon Musk hat irgendwie keine 200 plus Milliarden Dollar. Der kann fucking machen, was er will. Wenn Elon Musk Bock hat, dann schnipst der und hat eine Privatarmee, die den Planeten imperialistisch einnehmen könnte. That's the power. That's Elon Musk. Keine Ahnung, was ihr alle habt, ist ja nicht so, als hätte es irgendwelche Nachteile, alte Accounts zu verifizieren. Ach nee, Moment, das ist ja gar nicht Elon Musk. Das ist einfach ein verifizierter Account, der Name und Profilbild geändert hat. Naja, was soll's.
Am 4. November beginnen großflächige Entlassungen in der Belegschaft Twitters. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter bekommt über eine Mail mit dem dramatischen Betreff Your Role at Twitter mitgeteilt, dass sie quasi sofort gehen können, aber eine einmalige Abfindung und den Lohn für 60 weitere Arbeitstage erhalten. Wow. Mehr dazu gleich. Diejenigen, die bei Twitter bleiben, sollen Musks persönliche Projekte wie das neue Twitter Blue Abonnement umsetzen und arbeiten teilweise 20 Stunden am Tag. Außerdem behauptet Musk in einem Tweet, dass Twitter herbe Rückschläge in den Einnahmen verbuchen würde, was laut ihm ganz eindeutig... Jetzt haben wir natürlich, Entschuldigung, ich muss das jetzt richtig stellen, bevor die ganzen... Ich dachte, mittlerweile ist mein Chat linksradikal genug, um Hyperbeln zu erkennen und die ganzen Twitter-Generäle hier aussortiert zu haben. Aber ja, Dagobert hat natürlich recht. Ich meine, er heißt fucking Dagobert. Natürlich kann er keine Armee aufbauen, die den Planeten einnehmen kann, weil so ein Krieg sehr teuer ist. Der wäre dann auch in 2-3 Tagen pleite, ne, wenn der wirklich mit einem Ohr losziehen würde. Das ist mir bewusst. Das war eine gezielte Übertreibung von Macht, die ein einzelner Mensch hat. Okay? Daumen hoch. Dankeschön, Dagobert. Ne, und jetzt Sieg, mein Freund. Wir sehen uns dann an der Front. Deutlich auf Aktivisten zurückzuführen sei, die Werbepartner unter Druck setzen. Als würden die eigens produzierten schlechten Omen nicht schon dafür ausreichen. Einen Tag später versucht Twitter händeringend, viele der Mitarbeiter, die sie gestern erst entlassen haben, wieder zurückzugewinnen. Dazu sei... Schön kritisch bleiben bei allem, was der linke Spacko hier sagt, ne? Immer schön kritisch bleiben. Der hat behauptet, Elon Musk könnte eine Armee aufbauen. Dabei stimmt das gar nicht, weil alleine so ein Flugzeugträger so viel mehr kostet. Ja, ist in Ordnung. Ja, wissen wir. Er hat gesagt, mittlerweile ist Wochenende und nicht alle, die sie erreichen wollen, sind auch erreichbar. Sie werden darum gebeten, zurückzukommen und sich innerhalb weniger Stunden mit einer Entscheidung zurückzumelden. Juristen befürchten hier einen ziemlich perfiden Trick. Der Worker Adjustment and Retraining Notification Act in den USA besagt, dass man als Unternehmen mit mindestens 100 Vollzeitangestellten Entlassung von mehr als 33% der Belegschaft 60 Tage vorher ankündigen muss. Wow. Twitter will dem Gesetz dadurch entsprechen, dass sie entlassene Mitarbeiter 60 weitere Tage bezahlen. Die Befürchtung ist jetzt aber, denjenigen, die jetzt gebeten werden, doch wieder zurückzukommen, könnte bei Ablehnung des Angebots vertragswidriges Niederlegen der Arbeit nachgesagt werden, wodurch ihr Anspruch auf 2 Monate Lohn und die versprochene Abfindung hinfällig werden könnte. So bekäme Twitter viele der eigenen Entlassungen im Grunde geschenkt. Währenddessen wird Musk auf Twitter gefragt, was denn sei, wenn sich Twitter-Profile über den bald für $8 im Monat erhältlichen blauen Verifikationshaken als jemand anderes ausgeben. Seine Antwort? Das wäre mega geil, weil wir die Accounts sperren, aber das Geld behalten. Es wird, wie wir gleich sehen werden, sehr gut funktionieren. Am Sonntag sieht Musk erneut die Notwendigkeit, seine Verifikation für alle Idee als genial anzupreisen und tweetet, dass großflächige Verifikation... Widespread verification will democratize journalism and empower the voice of the people. Wie denn? Weil da jetzt ein Haken dahinter steht oder was? ...von Konten, Journalismus demokratisieren und die Stimme der Bevölkerung stärken würde. Dass sich dadurch jeder wie eine seriöse Informationsquelle ausgeben könnte, scheint ihm dabei zu... Für $8, ja, für $8, ja. Echte Demokratie kann man sich nur kaufen. Da hat er schon recht eigentlich, ne? Echte Demokratie musst du dir schon kaufen. ...zu entgehen. Nicht aber anderen bereits verifizierten... Also einen brutalen Größenwahn. Zange, wundert dich das oder was? Bruder... 20-Jährige auf Twitch, die mal fünfstellig netto im Monat verdienen, heben komplett ab. Was glaubst du, was mit so einem fragilen Mann passiert, der reichste Mann auf diesem Planeten ist? Selbstverständlich ist der komplett durch. So, dass der sich noch nicht offiziell in Gott umbenannt hat, ist ja wohl alles. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch. Elon Musk wird sich wahrscheinlich irgendwann einfach offiziell in Gott umbenennen. Hallo, ich würde ganz gern Gott heißen. Und das Traurige ist, wenn der das einfach behaupten würde, dass er jetzt Gott heißt, würden die Leute ihn so nennen. Weil der ja Heerscharen hat von Trotteln. Privat wahrscheinlich schon, ja. Privat wahrscheinlich schon, ja. Accounts, die sich einfach umbenennen, ihren Haken behalten und sich als Elon Musk ausgeben und ihm offensichtlich falsche Worte in den Mund legen. Während das passiert, twittert Musk den in diesem zeitlichen Kontext wahrscheinlich ironischsten Tweet, den man sich nur vorstellen kann. Twitter muss die bei weitem akkurateste Quelle für Informationen über die Welt werden. Dass er das schreibt, während als echt verifizierte Elon Musk-Accounts darüber tweeten, dass er Code zum Frühstück ist, scheint ihm dabei nicht bewusst zu sein. Aber nicht lang, denn nur ein paar Stunden später tweetet er möglichst diplomatisch, dass ab sofort alle Twitter-Konten, die sich als jemand anderes ausgeben und nicht eindeutig als Parodie gekennzeichnet sind, gesperrt werden. Das klingt... Das ist ein Shitfest, oder? Genereller...
Und das nur, weil die Leute sich über ihn lustig gemacht haben, weil die Leute mit Twitter-Haken sie Elon Musk genannt haben und dann Scheiße getweetet haben. Die haben mit diesem fucking Verified-Haken haben die ganze Firmen gestürzt, ne? Die haben irgendwie so eine Firma hat gesagt, Insulin ist ab jetzt kostenlos. Und dann ist das komplett zusammengebrochen, der Kurs. Also komplett Shithole zusammengebrochen. Und die Leute sagen, wir sind schlaue Wirtschafter, wir wissen, was wir machen. Und irgendeiner mit einem fucking 8 $ Keck-W-Haken auf Twitter schreibt, Insulin ist jetzt kostenlos und die Leute verkaufen panisch. Was ist denn los mit euch? Als es gemeint ist. Und ihr fragt euch, warum Krypto und NFT funktioniert hat, oder was? Ist, denn die Parodie-Accounts, die er im Auge hat, geben sich ausschließlich für ihn selbst aus. Am Montag werden erste Zweifel in der Belegschaft öffnen. Ey, wir leben in einer Timeline, in der jemand in fucking Buxtehude sitzt und sagt, ah, wisst ihr was, Digga, ich halte es für eine gute Investition, wenn man so ein Affenbild kauft, was man aber auch überhaupt gar nicht besitzt, Digga, sondern... Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie das läuft, Brudi, aber ihr könnt das kaufen, Digga. Und die Leute machen das. Das ist die Timeline, in der wir leben. Oh, öffentlich, die Wirtschaftlichkeit des bald neu eingeführten Twitter Blue Abonnements betreffen. Für 8 Dollar im Monat keine Werbung mehr angezeigt zu bekommen, würde sich nicht rentieren. Einen Tag später wird eine... Ich kann es nicht anders sagen, erfrischend rückständige Lösung für das Problem mit dem Identitätsdiebstahl vorgestellt. Ja, ab morgen kann man sich für 8 Dollar im Monat einen Verifikationshaken kaufen können, aber um sicherzugehen, dass hier niemand noch fremdverschuldet seinen Ruf auf Twitter verliert, wird es ab morgen im Profil einen weiteren Verifikationshaken. Ja, das ist auch wirklich der größte Shit, den du dir ausdenken kannst, oder? Die haben einen Verified-Haken, der zeigt, dass es sich um ein offizielles Profil handelt. Dann verkaufen die den für 8 Dollar im Monat, nur um dann zu merken, dass das eine beschissene Idee gewesen ist. Aber die behalten das dann und machen dann nochmal einen anderen Official-Haken, der dann wieder einfach nur über Verifikation läuft. Und die Leute klatschen und sagen, Elon, du bist so schlau. Haken für. Weißt du, wenn da wenigstens eine Strategie hinterstecken würde, wenn der wirklich davon ausgegangen ist, okay, wisst ihr was? Wir wollen jetzt einfach nur noch eine zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeit damit reinbringen und dann kriegt man irgendwie so ein paar Zusatzfeatures. Macht er ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal so. Man kriegt ja nichts dafür. Es ist einfach nur, er hat was versucht, es ist ganz gehörig in die Hose gegangen und dann wurde schnell zurückgerudert. Wirklich Verifizierte geben. Und es tut mir leid, aber ab diesem Zeitpunkt konnte ich einfach nicht mehr. Ewigkeiten wird in großem Pathos davon gesprochen, wie demokratisierend dieser Schritt angeblich sei, wie es alle auf dieselbe Stufe heben, Hierarchien aufweichen, die einfachen Leute wieder ermächtigen würde, nur um dann in letzter Minute das zu... Wichtigsten. Danke dir, Mann. Als drei. Vielen, vielen Dank. ...vor so kritisierte und als Schwachsinn bezeichnete Zweiklassensystem mit Umwegen wieder einzuführen. Die Memes haben verständlicherweise auch nicht lange auf sich warten lassen. Was ist das für ein Meme? Twitter by official Twitter for Twitter by official Twitter in collaboration with official Twitter for Twitter by official Twitter. Verständlicherweise auch nicht lange auf sich warten lassen. Dann kommt endlich der große Tag. Der Mann ist am Verzweifeln, was Twitter angeht. Durch den Kredit der Banken musste er alleine 1 Milliarde jährlich an Zinsen zahlen. Vorher musste Twitter 51 Millionen Dollar zahlen. Der 9. November, der Tag, an dem der erste Nobelpreiswürdige Schritt Musks in der Unternehmensführung Twitters auf die Welt losgelassen wird. Twitter Blue startet. Unter anderem Tech-YouTuber Mark S. Brownlee twittert über seinen kürzlich erhaltenen zweiten Verifikationshaken. Und ist Mars was hat er geschrieben? Nazi? So now there's two verified checks. One that shows next to your profile in replies, in retweets and everywhere else. It means you're a Twitter Blue subscriber. The other one, official, only shows up on certain profiles and on timeline. Ach du Scheiße. YouTuber Mark S. Brown. Das ist ja auch so dumm, ne? Er twittert über seinen kürzlich erhaltenen zweiten Verifikationshaken. Und Chiquita-Tweet war geil. Erster Tweet, we've just overthrown the government of Brazil. Brazil. Zweiter Tweet, we apologize to those who have been served a misleading message from a fake Chiquita account. We have not overthrown a government since 1954. Ohne dass es abzusehen war, beginnen auf einmal sehr viele Leute ihren erworbenen blauen Haken dafür zu nutzen, um sich als
andere Persönlichkeiten auszugeben. Ben Shapiro, Rudy Giuliani, Joe Biden und vor allem Firmen wie Nintendo, Chiquita, Tesla, Pepsi, SpaceX und das Pharmaunternehmen Eli Lilly, unter dessen Namen gepostet wird, dass Insulin ab sofort gratis sein wird. Das ist so witzig. We are excited to announce Insulin is free now. Alle so, um Gottes Willen, das muss alles, das wird alles verkauft jetzt. Ich werde das alles verkaufen, alles, was ich habe. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das mit der Milliarden-Interest ist ja nur die halbe Geschichte. Die ganze ist, dass Twitter im Jahr ungefähr 800 Millionen Umsatz macht und jetzt eine Milliarden-Interest pro Jahr zahlen soll. Alles nur um in seine Twitter-Biografie zu schreiben, Chief Twitter. Was musst du für ein fragiler Wichser sein, wegen einer Twitter Biografie, wo drin steht Chief Tweet, dass du dir eine Firma kaufst, ey. Wird unmittelbar danach fällt Eli Lillys Börsenwert um 6%. Das musst du dir überlegen, Alter. Ist einfach komplett gecrashed. Ihr versteht schon, alles sehr überraschend, hätte niemand mit rechnen können. Nicht einmal 2 Stunden nach dem Tweet von Marcus Brownlee verkündet Musk, dass er den Official-Verifikationshaken wieder entfernen lassen hat. Er tweetet, man solle sich darauf einstellen, dass Twitter in den nächsten Monaten viele dumme Sachen tun wird. So sei der Prozess. Ähnlich wie das berühmte Move Fast and Break Things, mit dem Facebook die Gesellschaft so weit vorangebracht hat. Das Chaos weitet sich noch auf den gesamten nächsten Tag aus. Die Flut an gefälschten, verifizierten Konten verleitet Musk dazu, den vorgestern eingeführten und gestern wieder entfernten Das mit dem Umsatz war Blödsinn. Twitter hat 21 über 5 Milliarden Jahresumsatz gemacht. Ah, okay, okay. Also, ja, aber es wäre lustig gewesen, wenn es nicht so gewesen. Also, wenn es so gewesen wäre, das wäre schon sehr witzig. Official Haken heute wieder einmal einzuführen. Allerdings nur für Unternehmenskonten, um sie als Werbepartner nicht zu vergraulen. Helfen scheint das allerdings wenig. Am darauf 6% komplett gecrashed, Kappa. Dir ist schon klar, was 6% sind, ne? Mein Papa hat immer gesagt, 1% von viel ist eine Menge. Nee, 1% von wenig ist viel und von viel ist eine Menge. Ja. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 10% roundabout und es ist komplette Katastrophe. 6% nennt man einen kompletten Crash. Und vor allem, wenn das ein Tweet anrichtet. Ne? Das ist auch traurig, weißt du? Da hast du wirklich überhaupt nichts mit diesem ganzen Shit zu tun und du outplayst immer noch die ganzen Investmentficker, ne? Da musst du wirklich als jemand, der das verabscheut, kannst du diesen ganzen Investmentfickern immer noch erklären, wie die Welt funktioniert. Folgenden Tag wird der Zugangspunkt auf der Webseite zu Twitter Blue versteckt, um Leute davon abzuhalten, sich weiter für den Service anzumelden. Über den offiziellen Twitter-Support 6% bei 300 Milliarden Market Cap, ja, ist gar nichts. Ist kein kompletter Crash. Ist völlig normal. Vor allem, weil es wegen einem Tweet passiert ist. Das kann schon mal passieren. Support-Account wird mitgeteilt, dass man nur den Official-Haken besonders von Nachahmung betroffenen Accounts wieder verliehen hat. 6% Drop ist man als Crypto-Bro gewohnt. Okay, also mit Crypto-Bros sprechen wir einfach nicht, okay? Crypto-Bros haben halt nichts zu tun, ne? Eine Aussage, die verifizierte Fake-Accounts 6% nennt niemand an der Börse einen kompletten Crash, absolut niemand. Guck mal, wie viel VW bei der Diesel-Affäre verloren hat. Du willst mich trollen, oder? Du fucking trollst mich, oder? Dass du einen Tweet jetzt mit der Diesel-Affäre gleichsetzen möchtest. Fucking keck weh, ey. Accounts des Twitter-Supports darunter energisch verneint. Also da hat er einen Punkt, ja. Hat er absolut einen Punkt, ne? Ist schon wieder Freitag? Nee, Alter. Diese ganzen Leute, die so ein Jordan Peterson-Buch gelesen haben, morgens ihr Bett machen und dann erstmal den Dollarkurs checken. Sind komplett. Na, also mit dem VW, Kurseinbruch nach der Diesel-Affäre, da hat auch niemand von einem kompletten Crash gebaut. Bruder, hast du gesehen, wie viele Köpfe bei VW gerollt sind? Hast du gesehen, wie die geschwitzt haben? Und hast du gesehen, welche Länder VW dann gerettet haben? War kein Crash. Nein. War überhaupt keine Sorge. Keine Sorge. Aber die gleichen Leute, die sagen, dass so ein 6%-Einbruch kein Crash ist, die bezeichnen 15.000 Syrer über die Balkanroute als absolute Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Das sind die gleichen Menschen. Das musst du dir überlegen. Die gleichen Menschen. Nein. Außerdem schreibt Musk zu den Userzahlen von Blue, dass sie insgesamt zufriedenstellend seien. Nach Recherchen der New York Times sind es jedoch nur 140.000, was selbst bei
recht optimistischem Nutzerwachstum den bereits von anderen befürchteten Verlust bedeuten würde. Zwei Tage später tweetet Musk in einem Versuch, die Tatsachen zu seinen Gunsten umzudeuten, dass sich Twitter in letzter Zeit viel lebendiger anfühlen würde. Am 14. November wird deutlich, dass allein der Rückzug von Eli Lilly aus Twitters Werbeprogramm der Plattform Millionen kosten wird. Und das ist nur ein Werbepartner, der geht. Geld, das durch die Blue-Abonnements nicht einmal im Ansatz wieder hereinkommt. Oh Gott, Alter, ich finde halt, es gibt keinen schöneren, es gibt wirklich nichts Schöneres, als reiche Menschen scheitern zu sehen, ne? Das ist eins der schönsten Dinge, die man sich angucken kann. Statt mit den eigenen Mitarbeitern zu sprechen, lässt sich Musk die Technik von Twitter lieber von anderen Usern erklären und reagiert auf einen seiner Mitarbeiter, der ihm öffentlich in einer technischen Sache zu Twitter widerspricht, mit dessen sofortiger Kündigung. Oh, den. Oh Gott, ey. Fragilität hat echt einen Namen, oder? Das ist halt wirklich 1,82 komplette Fragilität. Redefreiheit oder so. In der Nacht zum 15. werden Mitarbeiter die Maske in den Slack-Kanälen von Twitter... Der lässt sich auch Codes ausdrucken und vorlegen. Komplettes Genie. Oh, Chief Twit, Alter. Employees who have criticized Elon Musk in Twitter's Slack channels were fired overnight over email. We regret to inform you that your employment is terminated immediately. They're being told over email. Your recent behavior has violated company policy. Was haben die denn gemacht vorher? Ich war leitender Geschäftsführer von Twitter. Und sie wurden gekündigt? Ja. Warum? Ich habe Elon Musk ein Hitlerbärtchen aufgemalt. Und hab das in einer WhatsApp-Gruppe verschickt. Ah, okay. Na klar. Twitter kritisieren ebenfalls gefeuert. Am 16. wird schließlich der Relaunch von Twitter Blue für den 29. November angekündigt. Alle unbezahlten blauen Haken, die vor Musks Übernahme zu Sicherheitszwecken verteilt wurden, werden in den nächsten Monaten verschwinden. Wenn man für die Abwehr der Gefahr, die sich erst Tage zuvor als äußerst real erwiesen hat, bezahlen muss, scheint Musks utopischer, freier und genauester Informationsplattform ja nichts mehr im Wege zu stehen. In einer E-Mail an seine verbleibenden Angestellten schreibt Musk von einem ominösen Twitter 2.0 und dass er für dessen Umsetzung die volle Hingabe seiner Belegschaft braucht. Lange Arbeitszeiten, während 20 Stunden zuvor noch als normal galt, hohe Intensität. Jeder, der nicht hardcore genug dafür ist, solle aussteigen. Jeder, der trotz allem noch weiter Teil davon sein will, muss in der E-Mail auf einen Ja-Knopf drücken. Wenig überraschend, dass in den nächsten Stunden und Tagen danach etliche Mitarbeiter von Twitter ihren Hut nehmen und sich öffentlich von der Plattform verabschieden. Von den 7.500 Mitarbeitern von vor weniger als einem Monat bleiben jetzt nur noch 2.000, die Musks Ultimatum angenommen haben. Während einige Bereiche etwa nur ein Viertel der Mitarbeiter verlieren, verbleiben in anderen nur 2 bis 3 oder manchmal auch niemand mehr. Und ich bin mir sicher, dass in der Zeit zwischen dem Redaktionsschluss dieses Videos und dessen Veröffentlichung wieder Dutzende katastrophale Dinge passiert sind. Aber ich glaube, der Kern wird deutlich. All das Leid, die verlorenen Arbeitsplätze, die Ausbeutung, all der Stress war so unglaublich vermeidbar. All das ist nur passiert, weil ein Mann mit entschieden zu... Und habt ihr das andere mitbekommen? Weil Elon Musk ja die ganze Zeit mit Twitter beschäftigt ist und da die ganze Zeit irgendwie am Rumhasseln ist, fangen die jetzt bei Tesla an und wollen eine Gewerkschaft gründen. Fucking kick me, ey. Überleg mal, du bist irgendwie bei fucking Tesla und denkst dir, ja, warte mal. Elon Musk ist irgendwie ein bisschen beschäftigt. Der ist irgendwie ein bisschen beschäftigt. Lass uns mal jetzt schnell eine Gewerkschaft gründen. Oh, ist das großartig. Ist das großartig. So viel Geld geglaubt hat, er hätte eine geile Idee und jeden gefeuert oder rausgekauft hat, der ihm dabei widersprechen könnte. Unter dem... Und SpaceX bitte hinterher. Ich glaube, bei SpaceX sind die alle zu Elon Musk verrückt, oder? Ich glaube, bei SpaceX hast du auch keine richtigen ArbeiterInnen, sondern... Wobei, die hast du wahrscheinlich doch, ne? Ja, actually, na klar. Ich glaube aber, SpaceX ist noch ein bisschen verrückter als Tesla oder Twitter. Twitter hat ja nichts mit Musk zu tun. Die sind ja alle abgefuckt.
Tesla schon so ein bisschen, aber die sind trotzdem alle abgefuckt. Aber SpaceX ist halt so ein Must-Sim-Verein, ne? Deckmantel einer vermeintlichen Demokratisierung genau das Verhalten an den Tag gelegt hat, das ein Gegner eben solcher charakterisiert. Das war's? Einer vermeintlichen Demokratisierung genau das Verhalten an den Tag gelegt hat, das ein Gegner eben solcher charakterisiert. Abrupteres Ende haben nur Dekadent-Videos. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Was ist das denn für ein Loop im Hintergrund? I can't live a lie running for my life. I will always want you.